Und weiter geht's mit einer weiteren Folge von Günther, der Söldnersau. Und wir machen sehr, sehr gute Fortschritte. Apropos Fortschritte, wir könnten fast mal beim Versteck vorbei. Nee, halt, Moment, wir sind ja in diese Stadt gekommen, um die ganzen Bauern zu verkaufen, die wir mal bekommen haben. Für ein bisschen Geld und allgemein so ein kleines bisschen Geld reinzubekommen, ne? Durch Handel. Und ich wollte mal schauen, wegen Pferden, ne? Oh mein Gott, ne, Reittiere kriegen wir ja gar keine gescheiten. Nur Packpferde. Haben wir eigentlich irgendwelche tolle Ausrüstung bekommen? Wenn ich schon allein auf den Wert gucke, nicht wirklich, ne? Nee. Das kommt alles weg. Geld haben wir wieder. Das dauert nicht mehr lang, da könnten wir eigentlich jetzt snowboarden wir ein bisschen. Ich meine, wir machen schon mal keinen Minus mehr durch unsere Truppen. Das ist schon mal ein guter Start. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir trotz guter Truppen ins Plus kommen. Dafür bräuchten wir mehr Werkstätten. Aber damit warte ich dann wirklich noch. Also jetzt aktuell habe ich diese Werkstätten so, wir können jetzt... die Jagd ist wieder eröffnet, Leute. Wir haben wieder Seeräuber am Start. Oh, kommt ran, kommt ran, kommt ran. Alle wollen wieder einsteigen. Der Günther Express fährt wieder vorbei. Seeräuber sind die besten Truppen für meine Strategie, in Anführungszeichen. Von denen hätte ich gern noch mehr. Ich war sowieso der Meinung, dass die Bogenschützenlastigkeit meiner Armee zu stark zugenommen hat. Ja, diese Folge werde ich noch keine weiteren Werkstätten erschließen, einfach weil ich auf euer Feedback warte, weil sowohl wie das ist, wenn mir der Krieg erklärt wird von Vlandia, was mit meinen Werkstätten passiert, als auch was eure allgemeine Einstellung ist zu Werkstätten und vielleicht gibt es noch irgendwelche Tipps dazu. Denn, ja, falls das mit dem Krieg so ist, dann diversifiziere ich natürlich und werde woanders meine Werkstätten errichten, nicht nur in Vlandia. Und für den Fall, dass... Kommt er! Für den Fall, dass ihr noch bessere Tipps habt, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen drauf umschwenken. Oh, wen haben wir denn verloren? Ein Seeräuber. Wo muss das wirklich ein Oberhaupt immer sein, was drauf geht? Das hört doch mal auf damit. So ein Nasalhelm, der könnte doch wieder meinen Leuten was bringen. Doch gut um eins mehr. Aber hey, wir haben keinen Furry mehr in der Gruppe. Alles gut. Alles hat seine Vorteile. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir noch machen. Wir sind zwar noch in dem Krieg... Ach, wir sind... Nee, Moment. Doch, wir sind mit Asarai im Krieg da unten. Okay, mal die Wüste zum... Ah, Wüste ist nicht gut. Wüste ist nicht gut für meinen Tor. Nee, Wüste ist nicht gut, weil da wenig Wald ist. Und mein großer Vorteil ist, dass ich im Wald ultra speedy Gonzales bin im Vergleich zu anderen. Wenn ich diesen Vorteil verspiele, kann ich mich auch gleich wieder gefangen nehmen lassen. Nee. Vielleicht später. Wir brauchen mehr Pferde auch für mehr Speed, würde ich sagen. Ich meine, das mit den Gefangenen müssen wir auch noch irgendwann mal klären. Vor allem, dass die mal schneller endlich kommen. Oh, endlich kriege ich mal den Bergbanditenanführer. Aber schön zu sehen, dass die Seeräuberbestände sich wieder erholen. Nachhaltige Seeräuberfischerei ist doch wichtig. Ich werde jetzt doch mal normale Seeräuber, weil ganz ehrlich, die kann ich wenigstens schneller rekrutieren. Als die höheren. Nein! Ich krieg dich noch, ich krieg dich noch! Oh Gott, wir sind nicht die Einzigen. Aber ist in Ordnung. Bitte hier. Da sind noch ein paar Plünderer dabei, aber kein Problem. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy Seeräuber squeezy. Weil die ausgequetscht werden, ihr versteht. Das war lustig! So autoritärer Comedian, ey. Es verlässt niemand den Raum, bis nicht jemand gelacht hat. Ento der Ergraute? Armbrusttaktik einhändig. Ich glaube, bei mir hast du nicht sehr viel zu suchen. Aber stimmt, wir müssen ja noch nach einem Ersatzausschau halten für diesen barmherzigen Weichspüler, den wir da in unserer Gruppe haben. Da steht sie direkt neben uns. Rede hier über mich. So.
Weißt du, willst du einfach nur Schwache und Unschuldige verprügeln und dann kommt dir diese Moralkeule immer übers Gesicht. Ich hab überhaupt keinen Bock drauf. Okay, wir machen gut weiter Fortschritte. Ich habe jetzt übrigens. Oh, 42, das ist ja eine plündere Armee. Das ist der Bauernkreuzzug. Gleich mal abfangen. Oh, das ist. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, das ist so ein Gemetzel, das muss ich mir jetzt angucken. Das ist die Plündererplünderung. You got a problem? So, wie wär's denn mit einem Kampf? Macht eure Armee bereit. Es ist Zeit für Krieg. Da müssen wir nicht lange mit Formationen rumüberlegen. Die werden einfach nur niedergetrampelt. Holt zu euch, Boys! Günther, der Ork-Anführer. Da müssten wir eigentlich. Da müssten wir uns Orks Hall holen, ne? Orkshall, diesen Söldnerschweinen können Sie vertrauen. Diesen Schweinen können Sie trauen. Bonk. Noch einer. Und noch einer. Warum seid ihr so schnell? Ich verbiete euch, so schnell zu sein. Verdammt. Jawohl. Hat nicht gekillt, aber hat noch ein schönes Abschiedsgeschenk bekommen. Wir haben einen Bauern verloren. Ja, nehmen wir noch ein paar mit. Sie haben halt eine Menge Loot dabei. Aber ich glaube halt auch, ja, sowas wie Fisch und Getreide, das ist es schon wert gewesen. Ganze Looter-Armee einfach, ey. Der erste FC Loot hat hier sein Vereinstreffen gemacht. Wo will ich hin? Warum will ich hin? Ich hätte gerne. Komm, gucken wir nach Prevent. Wir müssen jetzt auch mal ein paar Leute loswerden. Und dann kann ich noch mal ein bisschen Seeräder-Einkaufstour machen. Aber wir haben jetzt auch so viel Geld. Ich könnte ja echt überlegen, ob ich nicht vielleicht doch noch eine weitere. Vielleicht finden wir auch noch irgendwelche tollen Sachen zum Kaufen. Ich könnte mir mal einen richtig guten Streitkolben holen. Sowas wie einen Kataphrakten-Streitkolben, ne? Ich meine, ich habe jetzt zwar schon gute gewonnen, aber das heißt ja nicht, dass ich noch bessere holen könnte. Also, dass ich nicht noch bessere holen könnte. Okay, hier gibt es keine gescheiten Streitkolben. Der Pernach halt noch. Pernach, Pernach. Rasiere. Alles klar, natürlich. Ich meine, ich könnte natürlich hochwertige Wurfspieße für meine Leute ausgeben. Das ist aber nicht so wichtig, finde ich. Die haben eigentlich schon ganz gute. Und es ist halt sehr, sehr teuer, vor allem. Die Reitpferde, die ihr habt, sind jetzt auch nicht die günstigsten. Aber komm, die vier nehme ich mit. Alles für den Speed. Ich muss mehr Leute jagen können. Vor allem irgendwann muss ich mal mit den Karawanen hinterherkommen, dass ich endlich mal Karawanen überfallen kann. Weil aktuell kommt. Ich krieg die einfach nicht. Richtig gute Helme sind natürlich auch was für unsere Leute. Diese Schulterplatten sind zwar teuer, aber bestimmt eine gute Investition. Lassen mich bestimmt noch mal mehr aushalten. Alles, was mich breiter macht, ist gut. Andererseits, ich glaube, ich sollte in Batania mal gucken, ob ich da was kaufe. Da wird wahrscheinlich eher was sein, weil so dieses Plattenmäßige passt nicht so ganz zu Günther, muss ich sagen. Dieses Outfit passt schon ganz gut. Die Schultern wirken noch ein bisschen befremdlich. Vielleicht finde ich irgendwo welche, die gute Werte haben, aber ein bisschen mehr banditenmäßiger bzw. söldnermäßiger ausschauen. Ja, dann gucken wir doch mal Richtung Batania einfach mal. Wir sind ja gerade nicht im Krieg mit denen.
Dann nutzen wir die Zeit natürlich auch aus. Hab ich eigentlich die Gefangenen verkauft? Habe ich nicht wirklich, oder? Ja, die Plünderer habe ich zum Beispiel nicht verkauft. Ah ja, wird schon. Wird schon. So, gehen wir den Weg weiter. Da haben wir ein paar batanische Städte. Okay. Das sind so ein paar neutrale Leute. Gibt's hier im Tavernenbezirk vielleicht? Nee, nicht wirklich. Aber gut, dann verkaufen wir unsere Plünderer. Und abseits davon, habt ihr irgendwas Tolles? Streitkolbentechnisch schon mal nicht. Der Kammhelm, meine Güte. Gepanzertes Bärenfell. Pelzumhang mit Ketten. Großer Pelzumhang mit Rundplatte. Ja, es wird besser. Und da sind noch die schweren Kriegsfürsten. Ja gut, aber die sind von den Werten jetzt auch nicht so viel besser als die. Die schwere Kriegsfürsten-Schulterplatte. Kann ich eine Vorschau machen? Oh doch, die schauen cool aus. Das sind schon fast die vom Schwein. Ja, ich glaube, die können wir uns gönnen. Komm, Günther. Du darfst auch mal den Gönnjamin machen. Ja, das passt doch zu Günther. Da, guck, wie glücklich er ist. Ich habe ihn gerade grinsen sehen. Das sieht doch nach was aus. So, dann geben wir mal die Rüstung weiter. Du kriegst mal die hier. Pelzumhang mit Ketten können wir darüber weitergeben. Irgendjemand kann die doch bestimmt ins zivile... Nee, ins zivile Loadout kann die jemand mit reinnehmen. Okay, ist in Ordnung. Wir haben übrigens 69 Truppen. Das ist so nice. Das müssen wir... Das können wir nicht kaputt machen. Gucken wir mal runter zum Krieg. Vielleicht können wir irgendwo mitmischen. Bevor ich mich entscheide, jetzt dann noch weitere... Späße zu machen, wie jetzt hier weitere Werkstätten. Weil, wie gesagt, mit den weiteren Werkstätten möchte ich erstmal kurz abwarten auf Feedback, wie das ist, weil ich weiß es nicht mehr genau. Bevor wir jetzt die Dinger verlieren, weil wir haben da 60.000 Gold reingesteckt. Wenn das uns ziemlich schnell wieder entrissen wird, wäre das doof. Ich meine nicht, da halt erinnern zu können, dass das mal so war. Vielleicht trügen mich auch meine Erinnerungen. Okay, wird gerade gefightet. Oh, die haben gerade Lagete eingenommen. Ich würde gerade das Dorf außenrum plündern. Ohio. Andererseits, oh, ich sollte vorsichtig sein. Das ist ein Adliger, mit dem ich eigentlich rein theoretisch aufnehmen könnte. Und das mir bestimmt auch gewaltig Geld bringt. Fast nur Infanterie. Das große Problem ist, ja, ich habe eine Menge Bauern dabei. Diese 10 Truppen kannst du schon mal fast abziehen. Und er könnte halt wirklich Elite-Infanterie haben, Legionäre etc. pp. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich mit der Karawane... Ich weiß nicht, ob die Karawane mich unterstützen kann. Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich der Initiator bin. Da sind eine Menge Karawanen, aber die kann ich mir auch nicht wirklich holen. Warum haben wir... Oh. Shit. Wir haben Truppen verloren. Wir verlieren immer noch Truppen. Das ist nicht gut. Meine schön rangezüchtete Armee. Dieses Desertieren war echt uncool. Aber ich... Ah, die kommen wieder zurück. Ja, die... Ah, weil die sind verwundet worden durch Hungern. Okay, ist in Ordnung.
Jetzt habe ich mehr ein bisschen das, ich muss mal irgendwo hingehen, wo es günstige Nahrung gibt und müssen noch mal Vorräte holen. Ah, die anderen ist aufgestiegen. Wird mir aber nicht mal großartig angezeigt, was soll denn das? Ja doch, die können einen Punkt verteilen. Sie ist unsere Speerin. Ja, wird Speer noch weiter verbessert. Mehr Sichtweite, wenn Trupp aus Kavallerie. Ja, herzlichen Dank. Kampfmacher gegen... Oh, Hallöchen. Das ist eine ziemlich große Truppe, die du da ins Feld führst. Nein, halt doch nicht dahin. Zumindest die Hälfte der Sie... Ein paar möchte ich trotzdem drin lassen. Aber dann hätte ich jetzt mal wirklich gerne was zu futtern. Ohne Mampf kein Kampf. Oh, warum ist denn das alles über so teuer? Gut, dann verkaufe ich ein bisschen überteuertes Getreide. Das sind Seeratten, die ich gerne hätte, aber... Dieser Typ ist mir suspekt. Ich weiß halt nicht, ob ich darauf vertrauen soll, dass... Ich meine, jemand, der jetzt gerade herrenlos ist, kann der wirklich so viele hochqualitative Truppen haben? Andererseits will ich darauf vertrauen. Eigentlich ja nicht. Ich gehe erstmal nach Sargut wieder. Ich muss jetzt irgendwie mal an ordentlich was zu futtern kommen. Das ist nicht wieder so. Hier, schaut mal, wie schnell ich... Genau, ich habe schon extra den Bonus, dass es sich langsamer verbraucht. Und dann sowas. Ja, hier zumindest Getreide kriegt man halbwegs günstig. No grain, no gain. Ein paar weitere Nahrungsarten wären natürlich nicht verkehrt. Möchte ich mich nicht lumpen lassen? Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade so häufig speichere. Ich weiß nicht, es ist die Aufnahmeparanoia, weil ich jetzt einfach schon so lange am Stück aufnehme, über 3 Stunden. Dass man immer schon mit Abstürzen rechnet. Aber wenn es ein Stromausfall wäre, dann wäre es ein Problem, weil dann wären meine letzten 3 Folgen hin. Das wäre doof, muss ich gestehen. Das wäre richtig doof. Ich nehme mal noch die paar Waldbanditen hier mit. Ausgewege lagert hier. Ich habe Bauern verloren, aber dafür ein paar von denen. Das ist okay. Da können wir wieder Oberhäupter mitnehmen. Können wir auch gleich wieder befördern. Machen wir gleich mal so eine ganze Runde. Ah, passt. Ah ja, jetzt haben wir mittlerweile auch gut genug Geld, dass ich wirklich sagen kann... gut genug Truppen. Jetzt könnte ich es vielleicht mit so kleineren Trupps von Gegnern... Also der eine Batanier da mit seinen 30 Leuten, der mich da beinahe besiegt hat noch. Also es war zwischenzeitlich, habe ich echt mal geschluckt. Schmiedere Lakita. Ja, hi. Ja, hi. Den kriege ich auf jeden Fall. Hinterhältig. Aus dem Wald heraus. So. Ihr wisst, wir sind im Krieg. Ergebt euch oder sterbt. Den kämpfen wir natürlich direkt aus. Also gerade gegen so feindliche Anführer. Da wir gegen eine reguläre Armee kämpfen, nicht gegen Banditen, gehen wir das Ganze ein bisschen ernster an. Da hinten sind sie. Mal kurz bereit machen. Oh, unsere Truppe sieht mittlerweile schon echt nice aus. Okay, die werden auf uns warten. Beziehungsweise macht einfach allesamt einen geordneten Charge. Wir haben die starke Überzahl. Das heißt, die werden auch keine Bogenschützenübermacht haben. Wir haben auch viel Kavallerie dabei. Ihr greift jetzt auch mal ganz normal an.
Wo begeben die sich hin? Bestehen die nur aus Bogenschützen und Rittern? Ich sehe fast nur Bogenschützen, nur ein paar wenige mit Schild und der Rest ist dann wirklich Reiterei. Verrückt. Das ist meine kurze... Oh, da sind Kataphrakten dabei, wenn ich das richtig sehe. Huhuhu. Ich meinen gesunden Respekt noch habe vor gleich starken Armeen von anderen Adligen. Weil wenn die wirklich größten, dass es Eliteeinheiten bestehen. Wir haben mittlerweile ganz gute Truppen, aber wir könnten immer noch übelst... Leute. Oh, der war gut. Einen der Kataphrakten bin ich losgeworden. Okay. Ja, kommt nur ran. Traut euch. Ach, schade. Ich krieg die ja nie mit dem Streitkolben, die Kavallerie. Das ist immer traurig. Günther musste immer eine Träne vergießen. Okay, endlich was zum Prügeln. Kommt mal her. Bauern. Die haben sich einfach jetzt schnell Rekruten geholt. Wahrscheinlich aus dem Dorf. Für ihre Rebellion. Glaubt ihr wirklich, das ist erfolgreich? Es gibt nur einen, der erfolgreich rebellieren kann. Und das bin gerade nicht ich. Ah, shit. Au, au. Leute, helft mir mal, bitte. Das hat wehgetan, muss ich gestehen. Aber wir sind noch gut dabei. Jetzt müssen wir noch irgendwie die Kavallerie loswerden. Stirbt mal richtig schön mich ran. Richtig schön in den Speer rein. Wieder Kataphrakte ganz am Anfang. Das war der schönste One-Shot, den ich schon seit langer Zeit hatte. Ja, schade. Na, das Pferd habe ich getroffen. Leider nicht mehr. Warum kommt die Musik für Sieg? Ah, jawohl, den haben wir erwischt. Da ist das Pferd weg. Der wurde verprügelt. Der wurde verprügelt. Der nächste kommt ran. Drei Wurfsperre. Ich meine, ich könnte noch ein paar aufsammeln, aber... Oh, schade, knapp vorbei. Okay, den haben wir trotzdem. Na also, wir haben es geschafft, Leute. Ich hoffe, der ist was wert. Vor allem, weil wir dann wieder vier Oberhäupter verloren haben. Das tut weh. Ihr seid jetzt mein Gefangener. Der hat mich schon so viel... Oh, Kataphrakten als Gefangener. Das bringt eine Menge Geld. Das ist ein gutes Pferd. Das wird verkauft. Wir brauchen nur Pferde für Speedboni. Nicht mit guten Werten. Okay, ich bin damit zufrieden. Damit, mit der Kriegsbeute begebe ich mich erstmal weg. Sargot. Gibt's hier eigentlich irgendwas zu futtern? Für normale Preise? Ja, das ist okay. Danke fürs Geld. Ich hab den jetzt... Jetzt kommen die nicht mehr über den Winter. Ich hab den jetzt einfach die gesamten Vorräte geklaut. Richtig so! Würde ich sagen. Was denn? Nein, das will ich doch nicht. Hallo. Truppen entsenden, kaputt machen, noch ein bisschen was mitnehmen. Der kleine Snack für unterwegs war das. Ja, aber so hochrangige Truppen sind immer noch ein kleines Problem. So, einer von der Rebellion, den ich den hier abgibt, der wird doch bestimmt geköpft. Ich will dabei sein, geil. Ich will zuschauen. Ja, die Kataphrakten bringen schon mal gut Geld. Du bringst mir noch, gut, könnte mehr. Du könntest mehr wert sein, aber ist okay. Die kommen auch mal weg. So. Was bringt mir denn das Pferdchen?
Ich meine, das ist so ein Reitpferd, ja. Da ist. Oh, da ist es. 5000 nur für das Pferd. Adligenreittier. Das kommt mal weg. So, weiter. Ja, hier sind einige Sachen dabei, die mir gut was an Geld bringen. 11.000. Ich könnte mir jetzt eigentlich nochmal eine weitere Werkstatt leisten. Aber aktuell sieht's gut aus. Wir müssen übrigens mal auch die Ereignisse durchgehen, weil wir kriegen hier und da mal mit, dass unsere Allee angegriffen werden kann. Und wenn ich da zu viel ignoriere, kann es sein, dass ich das vielleicht verpasse. Sieht aber okay aus. Das ist ein Bergbanditenversteck. Ne, Waldbanditen. Okay, ist okay. Ja, so langsam ernten wir die Früchte. Unsere Anstrengungen. Aber bevor ich mich jetzt wirklich... Ich würde warten, bis ich sowohl vom Clanrang noch einen höher bin. Als auch dann natürlich mehr mitnehmen kann. Also wenn ich so 90 bis 100 gute Truppen habe, wirklich größtenteils, die dann größtenteils aus gut Waldbanditen anführen und vor allem Seeräuberhäuptern besteht, dann können wir wirklich drüber nachdenken, uns mal mit den stärkeren Adligen anzulegen. Und natürlich, um Karawanen zu überfallen, brauche ich vor allem mehr Geschwindigkeit. Das heißt, wir nicht ständig Gefangene dabei und mehr Pferde. Das ist schon mal ein guter Start. Gucken wir mal rüber zur Rebellion. Da wird man noch gefightet. Warum immer sich gerade so viele abspalten? Oh Gott, das findet Nemos wieder. Okay, die nehmen jetzt gerade Lageta ein. Zum Plündern gibt es ja auch nichts mehr groß. Nemos hat jetzt ein paar Probleme. Er hat viele Fernkämpfer in der Armee. Ich bin vorsichtig. Ich glaube, ich muss gleich nicht mehr vorsichtig sein. Ja, das sieht gut aus. Dafür waren zwei gegen... Oder noch mehr... Gegen einen. Jawohl, da wird mitgeholfen. Da bin ich ein bisschen zuversichtlicher. Alter Falter. Okay, wir bleiben ein bisschen hinten, um unsere Verluste etwas zu reduzieren. Aber ihr könnt mal allesamt normal angreifen. Und advancen. Oh, ein paar Ambusschützen sind mit dabei im Trupp. Das sieht gut aus. So, mal gucken, gegen was wir uns hätten messen müssen, wenn wir uns jetzt alleine gegen das gestellt hätten. Weil das sah mir schon gefährlich aus. Es war wieder die Hälfte Kavallerin, die Hälfte Bogenschützen gefühlt. Und wenn es gute Einheiten sind, dann haben wir Probleme damit. Noch. Wie gesagt, wenn unsere Armee vollständig dann aus den Banditenanführern besteht, hätten wir schon mal eine gute Chance. Gut, mit Kavallerie werden wir nach wie vor Probleme haben. Andererseits, wenn wir richtig viele Wurfwaffen haben auch, und die werden erstmal richtig gespickt davon. Soldiers! Oh, laufen die gerade von mir weg? Ey! Obwohl, es sind gar nicht so viel Kavallerie, ist es gar nicht. Oh, Schwertschwestern. Meine Güte. Ich werfe und werfe und die Bude stürzt ein. Und ich treffe nichts. Oh. Oh, gee, ein Hochgeborenen erwischt. Da wurde ein bisschen tiefer gelegt, der Hochgeborene. Wutz, wutz. Auf die Omme. Selbst in 3:1 Überzahlgefechten kämpfe ich in Unterzahl an der Front. Gut, ich stürme auch immer vor, ne? Das ist der Günther Lifestyle. Denkt nicht, dass ihr entkommt. Ich nehme noch mehr von euch mit. Und noch mehr. Jeden, den ich K.O. schlage, darf ich mitnehmen, ja, okay? Einigen wir uns drauf. Das ist der Deal. Ja, das lief doch wunderbar. Ich habe sogar einiges mit. Guck mal, wie viel Kills ich gemacht habe. Schauen wir mal. Ich habe 9 Leute umgeknüppelt. Gut, ein paar mit den Sperren am Anfang erwischt. Das war nicht schlecht.
Ich bin echt... Du bist mein Gefangener, Nemos. Oh, das ist ja... Das tut mir echt leid. Dann gib mir mal deine Leute her. Wunderbar. Beehren Sie uns bald wieder. Ich hätte gerne die Gefangenen verkauft. Ja, Nemos war anscheinend schon ziemlich hoch gesucht, wie es aussieht. Klingt nach einem Nemos-Problem. Hast du denn irgendwelche tollen Sachen dabei? Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Das sieht nicht so aus, ne? Das nächste Mal bitte ein bisschen wertvollere Sachen mitbringen. Danke. Oh Gott. Ich würde auch ein bisschen Fisch. Irgendwo noch Krieg, da unten in Aserai. Aber wie gesagt, da wäre ich sehr vorsichtig. Das Waldgebiet spärlich und das ist gerade meine Überlebensgarantie. Wald. Weil da bin ich gerade so schnell und flink, dann komme ich jeder Gefahr. Gehen wir bitte wieder in den Wald rein, bitte. Bitte, danke. Ah, da hinten kriege ich dich. Okay, ich kann jetzt mal mit der Armee mitziehen und mal gucken, wo die hinführt, wo es mich hinführt. Wo es sie hinführt und wo es mich hinführt. Beidermaßen. Der Seeräuber kommt noch mit. Du wirst aufgewertet. Du wirst aufgewertet. Der Brigant lebt halt immer noch. Der Typ stirbt nicht. Gasse wird benachbarten Banditen angegriffen. Wenn ich in den Wald verliere, die Gasse in 9 Tagen. Ah, nö. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich mach mit. Ich mach mit. Oh Gott. Oh, das ist ja fast nichts mehr übrig. Ja, das machen wir automatisch. Oh, ich hab was verloren. 2 Serie. Oh, nö. Ich hab Elite-Söldner-Streitkommi. Okay, den nehme ich mal. Der kostet mich zwar ein bisschen was, aber. Das sind eigentlich echt ein paar schöne Truppen dabei, aber das ist alles. Die Schwertschwestern sind keine. Ich bin mit dem Streitkampfkämpfer zufrieden. Ich nehme noch die Soldaten mit. Die Gefangenen. Weil ich 2 Seeräuber-Oberhäupter verloren habe, ist echt böse. Okay, wir müssen uns auf den Weg zurück zur Gasse machen und die Gasse verteidigen. Das machen wir heute in der Folge noch, würde ich sagen. Gehen wir zur Gasse zurück. Auf dem Weg holen wir uns noch ein paar Ponys, würde ich sagen. Das bisschen warten können die noch. Ach komm, das ist ja nix. Easy peasy. Oh, wir können nichts. Wir können nichts. Das ist uncool, dass wir nichts mehr tragen können. Ich glaube, es liegt an sowas wie dem Bier. So blöd es klingt, wir müssen doch wieder ein bisschen Getreide loswerden. Haben wir sonst noch irgendwelche Handelsgüter hier? Nicht wirklich, oder? Kann sein, dass wir gar nicht voll plündern können. Aber ein paar Pferdchen mitzunehmen wäre nicht schlecht. Die Pferde müssten dann doch eigentlich. Och nö! Warum macht ihr immer so schnell Frieden? Jetzt habe ich extra Platz gemacht. Okay, verkauft ihr mir ein paar Pferde, bitte. Ihr seid doch nicht etwa noch sauer auf mich, oder? Hey, 4 Stück von den Mittleren Tätern, das ist okay. Nehmen wir mit. So, ich möchte zurück. Oh, okay. Also Vlandia wird gerade verdammt stark. Na gut, Vlandia ist eh immer so der Rasierer in den meisten Durchläufen. Ich muss rüber nach Jakulan und meine Bande zum Sieg führen. Okay, das ist einfach übelst weggenommen, das Gebiet. Ich sehe schon kommen. Nicht nur normal weggenommen, wir bekommen es übelst weggenommen. Das ist noch stärker weggenommen als normal. Was für ein ranziges Pferd.
Ist jetzt gerade teuer, aber ich kann es mir leisten und das erhöht gewaltig meinen Speed. Hier schaut mal, Soldaten abfährten jetzt 0,66 Bonus schon. Das ist gut, 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 gut. Hallo Seeräuber, wollt ihr mal meinen neuen Speed vor allem im Wald sehen? Normal sollte ich es immer noch nicht jagen können, das liegt aber auch vor allem an meinen Gefangenen. Ja, komm, bitte, anschließen. Jawohl, perfekt. Mehr davon, mehr! Give me the Seeräuber. Wen habe ich verloren? Ein Waldbandit, okay, das ist in Ordnung. Dafür habe ich 5 Seeräuber wieder. Ich nerv, dass ich immer so viele von den Seeräuber-Anführern verliere. Das ist nicht gut. Okay. Nichts zurück nach Jakulan. Verkaufen. Und Ellie verteidigen. Erstmal schauen, dass wir verkaufen. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Der Rest bleibt erstmal, dass ich hier rekrutieren kann. So, irgendwas von Wert bekommen. Ich glaube nicht, oder? Sieht soweit okay aus. Ist in Ordnung. Okay. Ja, ich habe schon wieder das Geld. Jetzt läuft. Wenn es mal läuft, dann läuft es richtig. Und selbst ohne Schmieden und sonst irgendwas. Zur LA. Stellt Asgertha der Schakal wegen ihres Angriffs auf eure Gasse zur Rede. Na, sieh mal einer an. Ich hätte nicht damit gerechnet, euch dort zu sehen. Da hat wohl ein kleines Vögelchen meinen Plan ausgeplaudert. Aber das ändert rein gar nichts. Ich werde euch trotzdem vernichten. Okay, dann bitte nur los. Holen wir doch. Traut euch. Oh, wir haben unser normales Kampfloadout. Oh, perfekt. Jetzt wird geprügelt. Ich hau euch zusammen. Stimmt, wir haben ja das normale Kampflayout, wenn es an die Gassenkämpfe geht. Dann gibt es richtig die Schlägerei hier. Das war trotzdem knapp dafür, dass ich mich so durchgeprügelt habe. Aber das war's. Wir haben aber leider Schläger. Diese Schläger, kann man die auch. Darf ich die rekrutieren irgendwie? Ich glaube, das geht sogar, oder? Ich glaube, man kann in Alice irgendwie. Lustigerweise habe ich auch Schläger dabei gehabt. Meisterschläger. Meisterschläger-Skill hört sich nach genau nach den Truppen an, die ich haben will. Ihr habt eure Gasse erfolgreich gegen Angriff verteidigt. Ihr könnt ein paar Truppen zurücklassen, um die Verluste im Kampf auszugleichen. Was? Gefangene? Gassentruppen. Das sind wir ver. Hä? Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Irgendwie, da willst du dann nur Gefangene austauschen, aber nicht Truppen. Weird. Ach, ging das nicht irgendwie, dass man so diese Schläge auch irgendwie anheuern konnte dann von der Gasse aus oder so? Da, jetzt hat es war irgendwie seltsam. Da kommt der Elite-Streitkolbenkämpfer mal rein. Der Bergbanditenanführer kommt mit rein. Ach komm, und ein paar Seeräuber-Oberhäupter. Lass sich Ellie auch wirklich aus. Passt das sogar noch? Ne, es waren 10 Truppen plus sie. Ich dachte fast, ich hätte irgendwann mal was gesehen, dass man da auch Truppensachen rekrutieren kann, aber anscheinend doch nicht. Von diesen Schlägern hätte ich auch gerne welche in meinem Trupp. Günthers Schlägertrupp, das hört sich super an. Okay, ganz erfolgreich verteidigt. Ich würde mal sagen, das war jetzt sehr erfolgreiche Aufnahme für mich. Die ganzen 4 Folgen liefen eigentlich butterweich. Gut, dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei weiteren Abenteuern von Günther. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Mal gucken, ich habe genug Geld eigentlich für eine weitere Werkstatt. Mal gucken, was euer Feedback ist bezüglich Werkstätten. Ich bin einfach mal gespannt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.